wir die Wohnung meines Schwiegervaters auflösen mussten, war ich an einem Tag dafür verantwortlich, seine Bibliothek zu räumen und zu sichten. Und da gab es so viele Bücher, die schon manchmal mit Staub bedeckt waren, die schon lange nicht mehr gelesen worden waren und manche, die ganz eng immer in seinem Zugriff waren. Viele Bücher, Romane, Sachbücher, Bildbände, alles, was man sich vorstellen kann. Und ich dachte, jemand muss sich irgendwann mal die Mühe gemacht haben, diese Bücher zu schreiben. Vielleicht zu informieren oder über etwas zu schreiben oder vielleicht auch, um seine eigenen Dinge zu verarbeiten. Jedenfalls fiel mir das Wort ein, das sind natürliche Worte. Natürliche Worte, die von Menschen für Menschen geschrieben waren. Aber in dieser Bibliothek waren auch ganz viele andere Bücher. Zum Beispiel Bibeln, alte Liederbücher, christliche Bücher, alles Dinge, die mit dem christlichen Glauben zu tun hatten. Und sofort kam mir dieses Wort Liebesbrief in Erinnerung. Gott schreibt durch sein Wort einen Liebesbrief an uns Menschen. Und es ist kein natürliches Wort, sondern es ist ein Wort, was geistliche Power hat, was Kraft hat, Leben zu verändern. Das Wort Gottes hat Kraft in sich, Dinge vollkommen zu verändern, Leben zu verändern. Und mir fiel ein Bibelwort ein, das heißt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist ein Wort, was vom Heiligen Geist erfüllt ist und was Menschenleben verändert. Oder das Wort Gottes ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nicht ein Mensch hat sich dran gesetzt und gedacht, wie könnte ich alles in Worte fassen, sondern alle Schrift ist von Gott eingegeben durch den Heiligen Geist. Oder die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das ist Gottes Liebesbrief an uns Menschen, Geist und Leben. Sie sind erfüllt mit Kraft, dein Leben zu verändern, deine Situation zu verändern. Alles, was mit deinem Leben zu tun hat, kann durch das Wort Gottes verändert werden. Durch das, wo du hörst, was der Heilige Geist sagt, wo du dich übst und trainierst, dieses Reden des Heiligen Geistes zu hören und anzuwenden. Es ist kein natürliches Wort, sondern es ist Geist und Leben. Und das, was ich auch in dieser Bibliothek so tief empfunden habe, ist, lass das Wort Gottes reichlich wohnen unter euch. Lass das Wort Gottes reichlich sein in deinem Leben. Nicht nur dann und wann, nicht nur, wenn du vielleicht mal Lust hast dazu, nicht nur am Sonntag mal kurz im Gottesdienst, sondern lass es reichlich wohnen, überfließend in deinem Leben eingebaut sein. Richtig, kräftig, mächtig, überfließend, reichlich, viel in deinem Leben wohnen. Dann wirst du in den Situationen, in denen du bist, auf dieses Wort zurückgreifen können, weil es Geist und Leben in sich trägt. Gott hat mehr für dich.